Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Es heißt Triangelhaus und ist, wie der Name schon sagt, dreieckig. Nicht gerade gängig für den Grundriss eines Wohnhauses. Doch der Bauherr aus Winterthur war sofort von der Idee der Architekten überzeugt. Das junge Architekturbüro E2A konnte nämlich den Neubau genau in die äußerste Ecke des Grundstücks platzieren. Das hat auch die Jury des Best Architects Awards 2009 überzeugt. Und diese Auszeichnung gilt als Gütesiegel. Zwei Architekten, zwei Brüder, Piet Eckert und Wim Eckert. Und ein Büro, E2A. Ihre Vita, beide haben in Zürich studiert, beide haben bei Star-Architekt Rem Koolhaas gearbeitet. Logisch, dass sie ein gemeinsames Büro gründeten. Ich glaube, wir haben schon während dem Studium so gearbeitet. Das ist etwas, das natürlich entsteht, bei Brüdern erst recht. Wir haben im gemeinsamen Atelier gearbeitet und wenn der eine irgendein Projekt hatte und der andere ein anderes Projekt hatte, dann hat immer der eine dem anderen ausgeholfen und so ist das immer entstanden. Und so ist es geblieben. Heute entwickeln sie eigene internationale Großprojekte. Aktuelle Baustelle in Zürich, ein 60 Meter hohes Wohnhochhaus. Das Modell der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Der Neubau wurde 2008 eingeweiht. Und zwischen all den großen Maßstäben entstehen immer wieder auch Statements kleinerer Wohnarchitektur. Dieses schnörkellos pure Landhaus beispielsweise. Oder ein Terrassenhaus, das den Bautypus radikal verändert. Wie teilt man die Arbeit unter Brüdern? Ich glaube, wir arbeiten hauptsächlich im Dialog. Also wir arbeiten wirklich so im klassischen Sinne. Wie soll ich dem sagen? Wir schärfen unsere Gedanken, indem dass wir lange miteinander über diese Projekte reden. Jüngstes Ergebnis dieser produktiven Auseinandersetzung. Das Triangelhaus in Winterthur. Ein dreieckiges Tortenstück, weiß wie Schnee und maßgerecht auf das Grundstück zugeschnitten. Bei dem Triangelhaus ging es eigentlich darum, dass der Bauherr zu uns gekommen ist und ein Grundstück gehabt hat mit einer sehr, sehr klassischen Gründerzeitvilla und uns eigentlich gefragt hat, was auf diesem Grundstück noch möglich ist. Und das war eigentlich die Grundaufgabe. Nämlich den Garten so weit wie möglich zu erhalten. Und das ist gelungen. Zurzeit beherbergt das Haus drei Mietparteien. Später will der Bauherr selbst einziehen. Die wie zufällig über die Fassade verteilten Fenster bieten innen eine Galerie unterschiedlicher Stadtansichten und Ausblicke. Wände, die Räume abtrennen, sucht man hier allerdings vergeblich. Wir haben hier eigentlich eine Wohnung, die komplett offen ist, die eigentlich versucht, die Außenwände frei zu spielen und nicht mit zusätzlichen Möbeln oder Türen zu verstellen. Also prinzipiell ist es wie eine Einraumwohnung, die eigentlich überall Nischen ausbildet und die dann unterschiedlich gelebt werden kann. Die oberste Wohnung ist an den Fotografen Markus Senn vermietet. Für ihn war das Angebot ein Glücksfall. Als ich hier zum Haus fuhr, dachte ich mir, der hat ziemlich viel Mumm, der hier so ein Haus hinstellt in der Villengegend Winterthurs. Und als ich dann in die Wohnung reinkam, war das gleich so wie ein Liebe auf, den ersten Blick. Also die Wohnung hat mich vom ersten Moment an, als ich sie gesehen hatte, überzeugt. Lichtes, großzügiges Raumgefühl. Aber wie lässt sich ein Dreieck möblieren? Nee, es ist an sich ganz einfach. Man muss einfach sämtliche Möbel, die man hat, gleich weggeben, verkaufen, verschenken oder sonst einfach weggeben. Die Wohnung erträgt eigentlich ganz, ganz wenige Möbel. Die Wohnung ist selbst das Möbelstück. Was man im Alltag so zum Leben braucht, verschwindet in der zentral gesetzten Schrankzone, die die Küchenzeile vom Essbereich trennt. Bei aller Wohnlichkeit kommt das Treppenhaus ziemlich ruppig daher. Das ist natürlich so gewollt. Ja, bei dem Treppenhaus war uns eigentlich ganz wichtig, dass wir mit wenigen rohen Materialien arbeiten, um quasi wie so die Straße von außen ins Haus zu führen. Man sieht es eigentlich sehr gut, dass auf der einen Seite feuerverzinkte Metallarbeiten, rohe Betonwände und geschliffene Betonböden und gleichzeitig dann einfach das, was man anlangt, effektiv in Holz ausgeführt, um dann quasi, wenn man die Wohnung betritt, eigentlich einen großen Wechsel zu haben von einer Art Rohheit in einer Art Futteral und Wohnlichkeit. Apropos Material. Für das Triangelhaus wurde ein moderner Spezialbeton verwendet.
Dadurch konnten die Fenster frei und bündig in der Fassade platziert werden. Hier haben wir einen selbstverdichtenden Beton genommen. Das heißt, es ist ein Beton, der sehr, sehr schnell abbindet, an dem es wichtig ist, mit einer hohen Betoniergeschwindigkeit zu arbeiten und auch sehr wichtig ist, mit einer extremen Dichtigkeit der Schalung zu arbeiten. Das Resultat ist, dass der Beton mit einer unglaublichen Scharfkantigkeit kommt. Ein hartes und präzises Haus. Geht es weiter abwärts mit den Bauzinsen oder nicht? Diese Frage stellen sich viele Eigenheimbesitzer zurzeit. Besonders dann, wenn gerade die Anschlussfinanzierung bevorsteht. Eine Möglichkeit, sich die momentan günstigen Zinsen zu sichern, sind sogenannte Forward-Darlehen.